Ja, guten Abend, mein Name ist Rolf Bose. Ich bin 1964 geboren, also nicht mehr so ganz jung. Vor meiner Bekehrung dachte ich, ich bin ein guter Mensch. Ich war im besten Sinne bürgerlich, verheiratet, 3 Kinder, kleines bescheidenes Haus, eine gesicherte Existenz. Zudem war ich ja religiös. Ich hatte meinen Glauben, meine Kirche, in die ich jeden Sonntag gegangen bin. Ich war als Kind getauft geworden. Ich war konfirmiert geworden. Ich habe kirchlich geheiratet. Und ich habe in dieser Kirche manchen Dienst getan. Ich war über 40 Jahre ehrenamtlicher Religionslehrer, ich war Seelsorger, ich war Priester. Alles muss doch gut sein. Außerdem war ich überzeugter Humanist. Die Menschen sind von sich aus gut. Ich habe gespendet, hier und da Aktivitäten mitgemacht. Für die Schöpfungsverantwortung hat man sich stark gemacht. Wenn ich mein Leben von damals mit einem Bibelwort aus heutiger Sicht zusammenfasse, und damals hätte ich dem energisch widersprochen, dann sage ich, gilt das Wort für mich, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und dann hat Gott die Heimsuchung Corona geschickt im März 2020. Die Wege, die Gott in dieser Zeit mit mir gegangen ist, würden Stunden füllen und deswegen hier nur im Zeitraffer. Das ganze Fundament meines Lebens ist ins Wanken geraten. In meiner Kirche hat man den Menschen gehorcht und ist nicht Gott gefolgt. Ich habe einen Anruf bekommen, keine Sterbebegleitung mehr, keine Besuche mehr bei kranken und einsamen Menschen. Es gab keine Gottesdienste mehr. Man hat Abstand von Bruder und Schwester gehalten. Ich habe erkannt, ich sitze in einem Zug, der mit Vollgas in die falsche Richtung fährt. Und wenn ein Zug in die falsche Richtung fährt, dann hilft es nicht, aufzustehen und 2 Abteile in die andere Richtung zu gehen, so hat es Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert, sondern man muss aus diesem Zug aussteigen. Ich habe auch erkannt, dass der Zug, in dem ich saß, nicht erst seit Corona in die falsche Richtung fährt, sondern eigentlich schon immer. Aussteigen, aber wohin? Ich war gelehrt, Religion, Religiosität ist der richtige Weg von Kindheit an. Und ich habe angefangen zu suchen, ob ich eine andere Religion finde, eine andere Religionsgemeinschaft, in der ich besser aufgehoben bin. Gott hat mir in dieser Situation meine ganze Hilflosigkeit und meine ganze Verlorenheit gezeigt. Er hat mir auch meine ganze Verlogenheit gezeigt, den Selbstbetrug, den ich jahrelang begangen habe. Ich war keineswegs ein guter Mensch. Wenn ich mich ganz nüchtern und jetzt unter diesem fehlenden Fundament betrachtet habe, dann habe ich erkannt, dass ich fleischlich gesinnt war, wie jeder andere Mensch auch, dass ich genusssüchtig war, dass ich Medien missbraucht habe, dass ich nicht geregelt mit Fernseh und Computer umgehen konnte und viele Dinge mehr. Ich hatte auch geglaubt, ich wäre der letzte gute Priester in dieser Kirche,
weil ich habe Kranke besucht. Ich war bei Einsamen, aber ich war keineswegs ein guter Priester und schon gar nicht ein Priester des Allerhöchsten. Ich habe das Opfer Jesu Christi so weit erniedrigt, dass ich verkündigt habe, es ist zur Verwaltung in menschliche Hände gegeben. Ich habe gelehrt, dass Gottes guter und heiliger Geist von Menschen gespendet und verwaltet wird. Ich habe erkannt, dass ich elend und erbärmlich, blind, arm und entblößt war. Aber Gottes ziehende Liebe war stark. Und als ich von diesem Hochmut und dieser Überheblichkeit befreit war, konnte ich durch diese schmale Tür Jesu Christi eingehen und konnte im November 2021 vom breiten auf den schmalen Weg gehen. Ich konnte aus diesem Zug, der mit Vollgas in die Hölle rast, aussteigen und ich konnte das Gnadenangebot Jesu Christi annehmen. Meine Bekehrung war kein erhabener Moment. Ich kann euch nicht über irgendwelche überwältigenden Gefühle berichten, aber ich kann euch über spürbare Folgen berichten. Ich hatte die Kraft, mein ganzes altes Leben mit einem Schlag aufzugeben. Ich konnte meine ganzen kirchlichen Ämter niederlegen. Und als ich dieses Gespräch hatte, bin ich nach Hause gefahren. Aus menschlicher Sicht hätte man in diesem Moment aufgewühlt, unruhig sein müssen. Es war nur ein tiefer Friede in mir. Es war eine tiefe Ruhe in mir. Ich konnte viele Bindungen ablegen und hatte kein Verlangen mehr. Stattdessen ist ein Hunger nach dem Wort Gottes in mir gewachsen und ich habe ganz, ganz neue Worte gelernt. Ich habe gelernt, wenn Jesus Christus etwas von mir will als mein Herr, dann sage ich ja, Herr. Und wenn er mir etwas anbietet in seiner großen Liebe, dann sage ich danke, Herr. Und so steht heute ein von Gott begnadigter Sünder hier, der sich jeden Tag staunend freut, was ihm Gott anbietet. Amen.